Gladiators take the stage. Mit einem souveränen Heimsieg gegen Hartberg verabschieden sich die Altacher von ihrem Heimpublikum. Darüber werden wir sprechen. Wir haben aber auch noch andere Themen, war ja auch noch einiges los nach dem Spiel im Stadion. An meiner Seite heute unser Sky-Experte Michi Kondl. Hallo Michi. Hallo, servus. Sollen wir den Altachern jetzt offiziell gratulieren zum Klassenerhalt? Das ist jetzt fix oder war das ja eh schon klar? Brauchen wir das nicht mehr? Das, aus meiner Sicht brauchen wir es nicht mehr, weil das war schon länger klar für mich jetzt persönlich. Ja, es war sogar noch ein bisschen die Hoffnung da mitzuspielen und den zweiten Platz, aber ja, bis zum Schluss eigentlich war es noch fast möglich, aber jetzt ist es fix, dass es auch nicht mehr geht und ja, der Auftritt war in Ordnung. Ja, Auftritt war in Ordnung, 3:1 gegen Hartberg. Möchtest du das präzisieren? Was hat dir gefallen am Auftritt? Was hat mir gefallen? Die erste Halbzeit vor allem. Die war echt gut, die war mit viel Tempo, viel Leidenschaft. Also das war sicher so, wie sich es auch der Trainer vorstellt. Die zweite Halbzeit war so ein bisschen der Schlendrian drinnen. Aber in Summe, wo man dann eiskalt zugeschlagen hat, so ist wenn Hartberg Fehler gemacht hat. Genau, im Konter war es dann okay. Aber in Summe reicht es, also 3:1 ist relativ klar. Relativ klar, sehr in Ordnung. Philipp Attanina hat nochmal die Bilder, den Spielfilm vom Samstag. Nicht mal ein Bussi der Präsidentin hat den Hartbergern beim Auswärtsspiel in Altach helfen können. Zu schwach der Auftritt der Mannschaft von Markus Schopp, speziell in der ersten Hälfte. Altach von Beginn an dominant und auch effizient. Die 13. Minute, Berisha auf Emanuel Schreiner, der das richtig schön macht, Huber verlädt und einschießen kann. Verdiente Führung für Altach, die Vorarlberger in allen Belangen besser. Das zeigt auch die zweite Hälfte. Furchtbarer Ballverlust von Heil. Und dann schalten die Altacher schnell. Piesinger, Fischer, 2:0, 71. Minute. Katastrophaler Fehler der Hartberger. Und dann die Altacher, die konsequent und konzentriert zu Ende spielen. In der 82. Minute gibt es noch ein Tor für Altach. Gebauer mit dem 3:0, vorbereitet von Andersson. Den Hartbergern ist dann zumindest doch noch ein Treffer vergönnt, Kovacevic in der Nachspielzeit. Aber Hartberg verliert in Altach 1:3 und muss es jetzt am finalen Spieltag im Heimspiel gegen Diaz Mira richten. Mit einem Sieg hätten die Hartberger dann den Klassenhalt doch noch geschafft. Ja, aber Hartberg ist auch am starken Gegner, an den Altachern gescheitert. Vor allem die ersten 25 Minuten waren richtig stark. Michi, wie würdest du generell die Entwicklung auch unter Alex Pastor sehen? Ich würde einmal sagen, es ist schwer in Ordnung. Also da hat sich schon einiges getan, was man auch offensichtlich gesehen hat. Vor allem man hat sich stabilisiert, die Mannschaft ist viel kompakter geworden und das Umschaltspiel funktioniert auch. Also man ist mutiger geworden. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn man jetzt einmal die Mannschaft kompakter macht, stabiler macht, kann man auch nach vorne dann immer wieder ein bisschen mehr Nadelstiche setzen. Also das sieht man schon, dass ein Trainer auch sehr viel bewirken kann. Ja, und nach dem Spiel wurden ja Spieler verabschiedet, die den Verein verlassen werden. Unter anderem eben auch Hannes Aigner. Da haben die Fans sich ja auch nochmal bei ihm bedankt mit einer speziellen Choreografie. Hannes Aigner, der wäre gerne auch nochmal aufgelaufen. Wenigstens für ein paar Minuten hätte sich gern nochmal einwechseln lassen. Michi, die Entscheidung war nein. Eben auch, weil man da nichts verfälschen möchte, es keine blöden Nachreden haben möchte. Ist das verständlich dann doch? Er hat es dann akzeptiert, obwohl er doch sauer war, heißt es. Viele Umstände, klarerweise. Ich hätte es ihm auch vergönnt, wenn er soweit auch gesundheitlich keine Probleme hat, dann wäre es schon schön gewesen, wenn er noch einmal kurz einlaufen hätte dürfen. Aber gut, man hat so entschieden und ich glaube, es war aber so auch im Großen und Ganzen ein sehr, sehr schöner Abschied. Ja, und so war er eben dann bei der Pause beim Interview bei uns bei Sky. Hören wir mal rein, was er gesagt hat. Eine sehr lange, sehr gute Zeit. Und wenn eine Zeit vorbei ist, dann denke ich, ist es auch so, dass man sich bedanken sollte. Ich möchte mich einfach auf dem Weg jetzt auch bei euch bedanken. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich nicht wieder ein Plätzchen geredet habe. Aber so schlimm war es nicht. Ja, hin und wieder weiß ich schon selber. Aber vor allem Familie, meine Frau, mit
Ich weiß gar nicht, wo ich da aufhören soll. Und dann einfach immer die Leute, was da im Stadion sind, bei denen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Was bedeutet denn dieser Verein Altach für Sie? Sie haben ja doch bei so vielen Vereinen gespielt, aber das ist irgendwie doch besonders, oder? Ja, es ist ja der Verein, wo ich deutlich am längsten war. Ich möchte jetzt nicht unbedingt vergleichen mit anderen Vereinen, das ist im Unfall. Ich denke, dass ich überall, wo ich war, eine gute Zeit gehabt habe. Aber da ist jetzt halt durch das, dass es so lang war. Und die ganze Geschichte mit Aufstieg, mit der Euroleague-Qualifikation. Da hat es einfach sehr viele Highlights gegeben, die sicher für immer hängen bleiben. Aber vor allem, was mich persönlich halt für mich viel wichtiger ist, dass ich sehr viele Freundschaften geschlossen habe, die was man sicher ein Leben lang bleiben wird. Was trauen Sie in dieser Mannschaft dann jetzt zu nächste Saison? Gibt da noch ein paar Veränderungen? Vielleicht auch mit dem Trainer, wenn der bleibt, ist da was möglich? Ja, ich wünsche es halt auch. Ich wünsche es halt auch, dass der Alex Pastor Trainer bleibt. Man hat gesehen, was da passieren kann dann. Der Handschrift ist schon zum Segen. Und ich denke, dass es für alle gut war, dass er hergekommen ist, der war ja doch eher unbekannt bei uns da. Von der Mannschaft her muss sich einiges tun. Also es ist jetzt schon ein relativ großer Umbruch, werden einige Spieler heute verabschiedet und da sind jetzt laut meines Wissens jetzt halt momentan noch nicht so viel da. Und ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie eine bessere Rolle spielen wie heuer. Aber da muss sich auch was tun, da muss noch was kommen. Es geht doch einiges, fast eine Ära, die zu Ende geht. Ist ja fast eine Ära, die zu Ende geht in Altach. Nicht nur Sie, auch Luxe, da sind ein paar Namen dabei, die jetzt nicht mehr in Altach sind. Ja, das ist jetzt ein Umbruch. Es ist dann auch okay, das ist vielleicht der Lauf der Zeit. Da muss man dann auch sagen, kommt Jungs, jetzt sind die Jungen dran und geht einen anderen Weg. Das ist alles in Ordnung. Wichtig ist immer, wie das alles zustande kommt und dass das dann auch ganz offen passiert. Das ist ja okay, das ist halt die Zeit. Schöne Worte von Hannes Aigner, aber es gibt ihn eben, diesen Umbruch, denn auch nach dem Spiel wurden einige verabschiedet, unter anderem Luxe, Prokopitz, Kribic, Mahop, Zech. Da geht eine Ära zu Ende bei den Altachern. Doch auch Europa-League-Qualifikation gespielt, erinnern wir uns, die haben doch auch große Erfolge gefeiert. Ja, so wie es Hannes gesagt hat, es werden sehr viele Höhen dabei, aber auch Tiefen, ganz klar, das gehört dazu. Er hat sehr viel erlebt, anderen Spieler, die auch jetzt verabschiedet werden, auch sehr viel erlebt haben, wie ich schon gesagt habe, Höhen, Tiefen erlebt. Und irgendwann einmal ist es Zeit, auch einen Umbruch zu machen. Das ergibt sich, in dem Fall ergibt es sich halt, weil ja, einige halt aufhören müssen oder nicht mehr gefragt sind oder sich verändern wollen, das ist aber ganz normal. Ja. Und aus deiner Sicht immer auch gut, dass der jetzt passiert, dieser Umbruch? Ja, ich glaube, dass das ein ganz guter Zeitpunkt ist. Dass das an der Zeit jetzt ist, ja. Ja, ist ein ganz guter Zeitpunkt. Wichtig wird natürlich sein, die Trainerfrage, die ist ja noch nicht ganz geklärt. Und dann mit einem neuen Trainerteam oder mit dem jetzt, der zuletzt wirklich gute Arbeit geleistet hat, was Neues aufzubauen. Es ist sehr interessant, es ist... ja, es kommen Jungen auch, es werden sicher einige Spieler verpflichtet werden und das ist eine Menge Arbeit jetzt und man muss die richtige Mischung finden, aber das ist einmal so im Fußballgeschäft und einmal ist ein größerer Umbruch nötig, einmal weniger und diesmal ist halt bei Altach ein recht großer Umbruch vonnöten. Ja, und wenn man sich da umhört, wünschen sich alle, dass der Trainer bleibt, Alex Pastor. Hören wir mal rein, die Statements zu seiner Zukunft von den Spielern und auch von ihm selbst. Ich denke, er gibt einen guten Eindruck. Er macht den Fußball nicht so schwer wie manche andere. Ich denke, er funktioniert natürlich gut und er lernt uns natürlich vieles. Und deswegen denke ich, passt es auch gut, dass er hier bleibt. Das hat man mittlerweile schon mitbekommen, dass wir alle wollen, dass der Trainer verlängert. Wir hoffen, dass das klappt natürlich. Aber schlussendlich muss er entscheiden. Und ich hoffe, er wird sich richtig entscheiden. Du musst dich vorstellen, ich fühle mich wohl hier, aber es geht um persönliche Sachen, oder? Ich bin Profi, also ich muss irgendwo beruflich arbeiten, gerne ins Ausland, aber ich muss zur Familie ein Opfer bringen, also das ist nicht leicht. Ja, Frau und Kind, 13-jähriger Sohn, die sind eben noch in den Niederlanden. Die zwei Töchter sind ja schon außer Haus. Da gibt es ja dieses Problem dann nicht. Trotzdem, Michi, wie kannst du das einordnen? Natürlich ist die Entscheidung, Familie zurücklassen und eben hierher zu gehen. Hängt das dann doch auch von einem gewissen Betrag X ab, dass ich das dann in Kauf nehme? Oder warum zieht sich das noch aus deiner Sicht? Ich glaube, dass natürlich ein Gesamtpaket wichtig ist. Ja. Was kann er sich oder was bekommt er für Spieler?
Natürlich seine vertragliche Situation ist ganz, ganz wichtig. Es ist, glaube ich, immer so ein bisschen ein Spagat. Ja. Aber als Profi ist es einfach so. Ja. Da muss man halt einmal, muss die Familie ein bisschen zurückstecken. Aber ich glaube, dass sich das schon arrangieren lässt, wenn die ganzen Rahmenbedingungen passen und alles passt. Er fühlt sich ja an sich wohl. Also, woran es wirklich jetzt scheitert, ist ein bisschen schwer zu sagen. Natürlich kennen wir auch die private Situation nicht so genau. Also, aber das, wir werden es relativ bald wissen, glaube ich, wie seine Entscheidung vor allem einmal ausschaut. Und es wirkt auch so, als ob er recht offen damit umgehen würde. Ja, wir haben über die Abgänge gesprochen. Es gibt aber auch Vertragsverlängerungen, zum Beispiel von Emanuel Schreiner, den wir eben gehört haben, der hat bis 2021 unterschrieben und Jan Zwischenbrucker sogar noch ein Jahr länger bis 2022. Beide sind natürlich froh, dass sie eben weiterhin in Altach bleiben können. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und ich fühle mich sehr wohl hier. Und dann war eigentlich klar, dass ich verlängern werde. Und jetzt, dass es 3 Jahre geworden sind, sind umso schöner. Ich freue mich auf die Zeit und möchte natürlich Erfolge mit dem Verein feiern. Ich bin jetzt mittlerweile 6 Jahre in Altach. Meine Familie und ich, wir fühlen uns sehr wohl da und ich denke, dass das Gesamtpaket hier sehr gut passt und ich hoffe auf weitere erfolgreiche Jahre und ich hoffe, dass wir wieder mal Europa League schaffen. Ja, beide sind schon lange in Altach. Nächste Woche geht es dann noch gegen Rapid in der letzten Runde. Michi, was wäre möglich gewesen, wenn Alex Pastor früher gekommen wäre? Boah, was wäre, wenn, gibt es im Fußball nicht. Ja? Also, was ist möglich, wenn der bleibt? Stell dir vor, mit einem Umbruch. Er alleine wird es nicht ausmachen. Es kommt darauf an, wer jetzt was man für Spieler bekommt. Also es ist kein einfacher Prozess im Moment. Aber das Wichtigste ist natürlich, den Trainer zu finden, mit dem man in die Zukunft geht. Man hat 2 Spieler wieder verlängert, das ist auch wichtig. Die sagen auch ganz klar aus, dass sie sich wohlfühlen. Das ist unheimlich wichtig und vor allem das Paket ist entscheidend. Nicht nur für Spieler, für Trainer und dass man dann auch erfolgreich sein kann. Also es muss schon alles rundherum passen. Absolut, wir hören schon die Musik. Dein SC Altach passt jetzt schon zu diesen Verlängerungen. Danke Michi, das war dein Verein Altach. Nächste Woche sind wir noch einmal für Sie da. Die Partie gegen Rapid natürlich live bei uns auf Sky. Schöne Woche, bis bald.